Okay. Die Zufriedenheit gehört denen, die es schaffen, ihre Träume zu leben. Träumen, planen, erleben. Mit dem E-Bike über die Alpen. Alpencross für jedermann. Von Ehrwald zum Gardasee. Etappe 2. Hallo liebe Radsportfreunde, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur zweiten Etappe unseres Alpencrosses von Ehrwald bis zum Gardasee. Der zweite Tag, die zweite Etappe beginnt genauso, wie der erste Tag geendet hat. Schaut hinter mich, es gießt in Strömen. Ja, mei, so ist es halt einmal. Es ist eine Radreise, da hat es einmal schönes Wetter, hat einmal schlechtes Wetter. Regen ist auch kein Problem. Schwieriger würde es werden, wenn es zum Gewittern anfängt, weil bei Gewitter ist man mit dem Radl besser nicht draußen. Ja, was haben wir heute alles vor? Es ist eigentlich eine wunderschöne Etappe. Ich hoffe, wir sehen auch was. Wir fahren nämlich hier von Landeck, wo wir jetzt gerade sind, den Reschenpass nach oben, folgen dann immer dem Inn, diesem tollen Fluss, der auf über 500 Kilometer sich erstreckt und dann in Passau sich in die Donau ergießt. Haben ein paar wunderschöne Sachen, die wir zwischendrin anschauen könnten, sofern wir was sehen. Das wollen wir doch mal hoffen. Dann sind wir in Altfinstermünz. Das ist diese alte Bastion, dieses Bollwerk, was damals dieses Länderdreieck Italien, Schweiz und auch Österreich so ein bisschen abgeriegelt hat. Da hat man wahnsinnig viel Zölle, auch im Mittelalter schon genommen. Das Ganze ist hochinteressant, ganz, ganz toll anzusehen. Dann geht es weiter rauf. Dann sind wir für ein paar Minuten im Unterengadin in der Schweiz, bevor wir dann die letzten 400 Höhenmeter über die Norbertshöhe nochmal hinauffahren. Und dann kommen wir in Nauders an. Das ist unser heutiges Tagesziel. Da haben wir unser Soll für heute erreicht. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet an diesem Tag, auf dieser Etappe. Schauen wir mal, was alles passiert. Und ich würde sagen, kommt einfach mit uns und dann schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. So, jetzt geht's los, die wilde Fahrt durch den Regen. Jetzt haben wir noch ein bisschen gewartet, haben noch einen Kaffee getrunken, in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser wird. Und siehe da, der Regen hat auch ein bisschen nachgelassen. So, wenn es jetzt bleiben wird, dann wäre es schon ganz in Ordnung. Jetzt fahren wir hier durch die Innenstadt von Landeck. Landeck hat 7700 Einwohner, ist aber hier halt auch so ein Zentrum, wo man von den Bergen runterkommt, sich hier verpflegt. Hier gibt es dementsprechend auch alles. Ja, da ist Landeck auch schon zu Ende. Wir knicken jetzt rechts hier über die kleine Brücke ab. Wir queren einmal den Inn. Und von da ab geht es dann immer schön bergauf. Ja, mit bergauf meine ich jetzt keine exorbitanten Steigungen, sondern wir fahren jetzt mehr oder weniger bis Pfunz mit einer sehr moderaten Steigung hier auf kleinen, schönen Wegelchen. Das ist also wirklich alles super zum Fahren und ist wirklich auch für jedermann geeignet. Da muss man also keine Oberschenkel haben wie der Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Kann man wunderbar rauffahren. Das ist jetzt ein richtig enges Strassal, auf dem wir da gerade unterwegs sind. Ist eigentlich für Autos gesperrt. Aber wenn uns da einer entgegenkommt, dann wird's eng. Das ist eine tolle Straße, die sie uns da hergebaut haben. Super. Läuft jetzt immer hier so ganz gewellt, ein bisschen kopiert, aber die Grundtendenz ist einfach bergauf.
So, jetzt geht es wieder gemütlich ein Stückchen runter. Ja, die heutige Etappe, die ist nicht allzu lang. Die hat so gute 50 Kilometer, aber sie hat so um die 1000 Höhenmeter rum. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, wie wir mit dem Akku so hier klarkommen. Wir müssen ganz am Ende, hatte ich vorhin bei der Anmoderation schon gesagt, über die Norbertshöhe noch drüber. Das sind 400 Höhenmeter am Stück mit ein paar Serpentinen. Das ist ein richtiger kleiner Pass. Das müsst ihr immer so ein bisschen hinten im Hinterkopf haben, wenn ihr hier rauf fahrt, dass ihr da oben auf alle Fälle noch ein bisschen einen Akku habt, weil das Rad mit Gepäck ohne Akku dann die Norbertshöhe mit ihren 6-7% Steigung rauf zu wuchten, das ist dann schon anstrengend. Also der Starkregen von vorhin, der hat jetzt nachgelassen. Es, ja, in Schottland oder Irland würde man sagen, es drizzelt so ein bisschen vor sich hin. Es ist also so ein bisschen zwischen Nieselregen und vereinzelten Tropfen. Wunderbar zum Fahren jetzt. Ihr müsst euch mal dieses saftige Grün anschauen, das hier links und rechts des Weges sich wirklich entpuppt hat, wohl in den letzten 4 Wochen. Es ist einfach sagenhaft, was die Natur für eine Kraft hat. Und mit Grün meine ich, wie gesagt, den natürlichen Bewuchs und nicht die Jacke von Säcke. Schaut euch mal diese tolle Straße an. Rauf und runter geht's hier, wie in der Achterbahn. Super! Ja, dann könnt ihr jetzt sehen, dass das Tal jetzt ein kleines bisschen mehr aufgeht. Aber da müssen wir rauf. Da hinten geht es geradeaus in die Schweiz rein, ins Engadin. Und linker Hand liegt das Finchgau dann mit Südtirol. Jetzt sind wir im ersten, etwas steileren Stück. Da geht es jetzt mit 7-8% nach oben. Ja, machen wir halt langsam. Haben wir wieder runtergeschalten. Und irgendwann sind wir da auch oben. Ja, schaut, die haben das alles super gut hier wieder ausgeschildert. Wie gestern auch schon. Die grünen Schilder mit der weißen Aufschrift und vor allen Dingen in der richtigen Größe. Ja, jetzt geht's links weg hier. Und dann fahren wir über eine wunderschöne Holzbrücke auf die andere Seite des Inns. Hier geht es jetzt ein paar Meter an der Bundesstraße vorbei oder entlang. Wir sind zwar baulich getrennt, geht also wunderbar hier zum Fahren. Die Bundesstraße hier auf der linken Seite, die windet sich 40 Kilometer rauf bis zum Reschenpass, bis man dann eben über den Alpenhauptkamm darüber hinweg ist. Wir fahren jetzt hier ein Stückchen entlang und biegen dann wieder rechts ab, gehen wieder auf die rechte Innenseite und fahren auf schönen kleinen Sträßchen in dieselbe Richtung. So, und nach einigen Minuten jetzt auf der Straße, das war nicht allzu weit, geht es jetzt da vorne rechts rein und dann fahren wir gleich über die nächste Brücke. Und dann sind wir wieder auf der anderen Seite vom Inn und dann wird es wesentlich ruhiger. Da ist die Innbrücke, geht es jetzt rüber. Ja, der Inn, der legt eine sehr, sehr lange Strecke zurück, bis er den dann bei Passau unten sich in die Donau ergießen darf. Das sind nämlich 517 Kilometer und der entspringt in der Schweiz, und zwar im Oberengadin, sehr, sehr weit oben, auf über 2.500 Meter Höhe.
und fließt von dort erstmal runter durchs Unterengadin, geht dann über die Grenze nach Österreich. Das ist genau dieselbe Stelle, die wir nachher auch erreichen werden. Fließt durch Österreich durch und bei Kieferswelden kommt er dann nach Deutschland und dann huscht er eben runter an der deutsch-österreichischen Grenze bis nach Passau und dann geht's ab in die Donau. Ja, 500 Kilometer ist ein langer Weg, aber er hat auch ganz, ganz viele Höhenmeter, die er in dieser Zeit verlieren kann. Jetzt kommen wir hier zu einer großen Wehranlage, wo die Wassermassen des Inns aufgestaut werden und dann, und das ist ziemlich tricky, in einen Druckstollen teilweise eingepumpt werden. Das Ganze hat man hier errichtet von 1953 bis 1956, um damit Energie zu gewinnen. Das haben die Tiroler hier ganz clever gemacht. Dieser Druckstollen, der hier weggeht, der ist 9 Kilometer lang, geht durch einen Berg durch und kommt unten in Imst raus. Und dort hat man ein großes Laufwasserkraftwerk errichtet, das auch heute noch 550 Gigawattstunden im Jahr produziert. Und das sind dann ungefähr 10% des Tiroler Jahresbedarfs an Strom. Jetzt fahren wir für ein ganz kurzes Stück hier linksseitig vom Inn entlang. Ist aber sehr schön zum Fahren, denn die Bundesstraße, die links von uns ist, ist ein bisschen abgesetzter. Das heißt, die Autos sind nicht so laut. Und auf der rechten Seite haben wir permanent einen Blick auf das jetzt etwas ruhigere Wasser des Inns, weil ja diese Wehranlage in Hohenserau dem Ganzen momentan ein bisschen die Kraft genommen hat. So, das mit linksseitig ist jetzt aber gleich wieder vorbei. Jetzt geht es über die alte Eisenbahnbrücke rüber wieder nach rechts. Die wurde bereits 1899 hier erbaut. Ist eine sehr schöne Stahlkonstruktion und steht hier seit 120 Jahren und verrichtet in aller Zuverlässigkeit ihren Dienst. So, passend zu dem Denkmal, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, sieht man hier am Wegesrand auch wieder mal eine Kapelle, die halt auch immer wieder an irgendwelche Helden erinnert. So ist es halt in Tirol und auch in Bayern, da sind wir uns sehr nah. Da wird halt einfach niemand vergessen. Hier geht jetzt das Tal ein bisschen auf. Das ist auch sehr, sehr schön, einmal wieder ein bisschen Licht zu bekommen. Ein bisschen mehr Luft, so gefühlt zumindest. Man sieht, dass die Wolken immer noch ziemlich tief hängen. Jetzt kommen auch gerade wieder mal ein paar Tropfen mehr runter. Aber das, was wir jetzt heute in der Früh befürchtet haben und wie es bei der Anmoderation war, dass wirklich wolkenbruchartig geregnet hat, das haben wir jetzt die letzten 2 Stunden, weiß Gott, nicht gehabt. Man kann hier wunderbar fahren. Jetzt fahren wir gerade hier durch das kleine Dörflein Prutz, eins der wenigen am Wegesrand. Und da habe ich jetzt gerade was entdeckt, was für uns hochinteressant ist. Und zwar, hier gibt es beim Intersport eine E-Bike-Ladestation. Das heißt, wenn irgendjemand mit seinem Akku ein Problem hat, hier kann er herfahren, das Ding anlaufen und kann nachladen. Jetzt haben wir uns gerade hier die Ladestation noch mal separat angeschaut. Das haben die wirklich super gemacht. Müsst ihr mal schauen. Wir waren jetzt erstmal da davor gestanden, E-Bike-Ladestation, dann steht hier bereit, Kabel andocken. Ja, was für Kabel, weit und breit nichts da. Aber haben wir gefunden, und zwar im unteren Bereich hier gibt es einen Kasten. Aha, Sesam, öffne dich. Und da sind wirklich alle gängigen Kabel drin, ja, von Impuls, Yamaha, Bosch. Also da solltet ihr eigentlich klarkommen, Akku rausbauen, anstöpseln, dann hier oben hin. Ein bisschen warten, Kaffee trinken, das Ding ist voll und ihr könnt locker weiterfahren. Das ist genau das, was ich bei den Österreichern und bei den Südtirolern wirklich super finde. Die haben einfach ein Gespür für den Tourismus. Sobald da irgendwo was Neues entsteht und mit dem E-Biken, das ist ja nun, weiß Gott, jetzt keine jahrzehntelang eingesessene Sportart,
Da wird sofort darauf reagiert, damit man die Gäste zufriedenstellt. Genau so muss es sein. Was ich jetzt in Brutz noch entdeckt habe, ist eine sehr, sehr schöne Badeseeanlage. Die kostet zwar ein paar Euro Eintritt, aber ist innen drin top gepflegt mit Wasserrutsche und dergleichen. Also wenn schönes Wetter ist und euch ist warm, da glaube ich, kann man mal einen kurzen Stopp einlegen. Ja, was haben wir denn da? Schaut's hin, denen geht's gut. Ja, saftige grüne Wiesen. Lasst es euch schmecken, einen guten. Ah, das sind ja hier schon fast Hochlandrinder. Wir sind ja schon kurz vor der 1000 Meter Grenze von der Höhe. Aber denen geht es nicht so gut wie den Pferden gerade. Da ist die Wiese schon ganz schön abgeknappert. Wir müssen gerade schauen, dass noch was rauszupfen. Wir fahren immer wieder über diese Holzbrücken. Das ist, wenn es trocken ist, gar kein Problem. Wenn es aber mal richtig pritschelt, Holz ist very slippery. Das ist extrem rutschig, passt da auf. Jetzt sind wir kurz vor Pfunz und es hat sich der Inn zwischen uns und die Bundesstraße geschoben. Das ist alles zu unserer rechten Seite. Das finde ich ganz, ganz toll. Jetzt ist hier wirklich ruhiger. Man hört die Brummbrums nicht so. Es ist nur das Rauschen vom Fluss unten und diese herrliche Luft inmitten des Waldes. Ah, herrlich. Schaut euch das an. Weit und breit kein Auto. Ganz tolle Wildblumenwiese. Breites Tal und dahinter die Berge, ein Traum. Jetzt wird das Tal da vorne immer wieder enger und enger. Geht noch einmal kurz auf bei Pfunz. Und dann sind wir schon ganz nah dran an diesem Dreiländereck mit Italien, respektive Südtirol, das Finchgau zu unserer Linken vor uns. Und auf der rechten Seite liegt die Schweiz. Und wir selbst kommen ja hier aus Österreich. Direkt vor uns liegt jetzt Pfunz, da sieht man jetzt schon sehr schön den alten Kirchturm. Das ist eine kleine Gemeinde mit gut 2000 Einwohnern. Da sind wir jetzt auf 970 Meter Höhe. Wir haben jetzt von unten, von Landeck hier rauf, so knappe 300 Höhenmeter schon geschaufelt. Auf einer Strecke von ungefähr 35 Kilometern. Und da suchen wir uns jetzt mal irgendwo, dass wir ein bisschen einkehren können. Gemütlich einen Kaffee trinken, vielleicht einen Apfelstrudel, wäre auch nicht schlecht bei dem Wetter. Mal schauen, was sich so ergibt. Pfunz werden ja einige von euch wahrscheinlich kennen. Das ist auch ein ganz beliebter Ort, um hier zu nächtigen, um Wintersport zu betreiben. Da geht eine Straße rauf in das zollfreie Gebiet nach Samnaun. Da gibt es ganz tolle Skigebiete. Fährt man rauf nach Nauda, ist auch wieder Skigebiet. Alles super, vor allen Dingen sehr schneesicher, weil das Ganze halt teilweise schon an die 3000 Meter geht.
So, jetzt schaut mal, was wir uns da Schönes gegönnt haben. Cappuccino mit einem schönen Apfelstrudel und ein bisschen Lasagne dazu. Schließlich haben wir uns schon tüchtig angestrengt. Und den lassen wir uns jetzt schmecken. Gell, Silke? Guten. Nach unserer kurzen Rast im Pfunz geht es jetzt hier wieder wunderschön auf einem kleinen asphaltierten Weg entlang. Der Inn ist auf der rechten Seite und unsere nächste Station ist die historische Burganlage von Altfinstermünz. There's a lot of colors, I don't know where to go. See a lot of color, only feeling blue. There's a lot of colors, lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. So, was die hier ganz gut gemacht haben, das haben wir bereits seit gestern in der Früh auf dieser ganzen Via Claudia Augusta, das sind diese Schilder. Und das sind nicht nur Schilder, sondern die haben unheimlich viele Informationen mit drauf. Das ist total gut gemacht. Jetzt hier haben wir Pfunz, das haben wir jetzt gerade verlassen. Jetzt fahren wir hier rüber. Wir stehen direkt vor der Cajetansbrücke. Das ist diese Brücke, die 1854 als Holzbrücke über den Inn drüber gebaut wurde. Wurde dann abgerissen und in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man dann eine wirklich feste Stahlbetonbrücke, die mit Steinen verkleidet ist, hingebaut. Da startet übrigens auch diese Straße rauf nach Samnaun, von der ich vorher gesprochen habe. Aber zurück zu diesen Schildern. Die haben wahnsinnig viele Informationen. Da geht's los, wo man übernachten kann, irgendwelche Campingplätze, Fahrradwerkstätten, für uns ganz, ganz wichtig, was man da dort hat, E-Bike-Ladestation. Und denkt mal ans Pipi-Machen, gerade die Damen, ja, wie C sind hier eingezeichnet. Man hat immer die große Karte. Und dann sind kleine Karten dabei, wo diese einzelnen Symbole dort oben gut dazu passen. Haben die ganz, ganz toll gemacht, finde ich echt gut. So, vor mir seht ihr jetzt gleich die neue Cajetansbrücke, die über den Inn drüber geht. Das ist jetzt die Stahlbetonbrücke. Früher war hier bis zu den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts eine alte Holzbrücke. Die hat man 1854 hier rüber gebaut, damit dieser Zugang endlich einmal passierbar war. Hat man dann, wie gesagt, 100 Jahre später platt gemacht und hat diese sehr robuste Betonbrücke, die mit Felsen verkleidet ist, hingebaut. An der Brücke verlieren wir jetzt auch, ich hätte schon fast gesagt, endlich die Bundesstraße. Da beginnt nämlich dieser eigentliche Reschenpass. Da hat man also richtig was reingezimmert in den Fels. Der steigt es relativ schnell nach oben an. Da treffen wir erst wieder in Nauders dann drauf. Wir folgen dem Inn weiterhin. Hier, der ist jetzt linker Hand von uns, bis nach Altfinstermünz. Jetzt sind wir in dem Bereich, wo die Straße hinab zum Inn führt, zu diesem alten Zollhaus, dieser alten Burganlage von Altfinstermünz. Das ist wirklich ein uralter Standpunkt, muss man sagen. Denn die Via Claudia Augusta, die war in den ersten zwei Jahrhunderten der neuen Zeitrechnung nach Christi der Übergang über die Alpen schlechthin. Und da hat sich das bereits hier gebildet. Da wurden Zölle erhoben. Es war eine ganz wichtige Position, die man hier inne hatte. Es ging rein bis ins Mittelalter. Werden wir jetzt auch gleich sehen. Dort diese Wehranlage. Da sind die Türme oben noch mit Pechnasen versehen. Man hat hier auch mal im 9. und 10. Jahrhundert den Gerichtssitz des Unterengadins gehabt. Also es ist sehr geschichtsträchtig das Ganze und wunderschön anzusehen. So, jetzt sehen wir sie gleich. Vorne geht es jetzt links um die Ecke. Und dann sind wir in diesem alten historischen Ort mittendrin.
Es ist einfach herrlich, wieder hier zu sein. Es ist einfach gigantisch, was die da hingezimmert haben vor über 1000 Jahren. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid vor 2000 Jahren aus Italien hierher gekommen und wolltet jetzt weiter nach Österreich und habt erst einmal hier anhalten müssen. Euren Obolus entrichten, damit ihr überhaupt hier über diese Holzbrücke habt drüber dürfen, um dann weiterreisen zu können in abwärts Richtung Österreich. Wahnsinn, oder? So alt ist das Ding. Ja, jetzt verlassen wir dieses historische Örtchen und fahren da vorne links. Und dann wird es ganz witzig, denn wir fahren jetzt da links rauf. Und ab hier sind wir jetzt plötzlich in Südtirol. Obwohl wir eigentlich doch Richtung Schweiz fahren. Das ist ein ganz kurzes Stückerl hier auf der linken Seite, wo wir auf Südtiroler Staatsgebiet unterwegs sind. Das ist halt dieses Dreiländereck Italien, Österreich und die Schweiz. Nachdem wir jetzt Altfinstermünster verlassen haben, geht es jetzt hier ganz gewaltig am Berg rauf. Jetzt haben wir gerade mal eine kurze Passage gehabt, da waren es 16, wenn nicht sogar 17%. Aber wie gesagt, nur ganz kurz. Und jetzt fahren wir hier über diesen Feldweg rauf zur Straße. Jetzt sind wir wieder zurück auf Österreich im Staatsgebiet. Wie ich vorhin schon sagte, das sind wirklich nur ein paar Meter da unten. Das ist eine kleine Ecke, die da rüberspitzt. Und für uns geht es jetzt rauf zur geteerten Straße, die uns dann in die Schweiz führt. Und da sind wir jetzt direkt davor. Da oben seht ihr jetzt schon das Schild. Da wird schon mal angekündigt, wie schnell man fahren darf in der Schweiz. Und wir fahren jetzt ein Stückchen auf dieser geteerten Straße Richtung Martina. Jups. Direkt vor mir seht ihr jetzt den Abzweig rechts nach Samnaun in dieses zollfreie Gebiet, von dem ich vorhin im Pfund schon sprach. Das ist eine wahnsinnig tolle Straße, wenn man darauf fährt. Die ist wirklich abenteuerlich. In den Berg reingesprengt. Wer Zeit und Lust hat und das noch nicht gefahren ist und ihr seid hier, macht es mal. Vor uns seht ihr jetzt auf der, ja, nicht der linken Seite, so also fast vor uns, leicht links. Das ist die Norbertshöhe. Über den Buckel müssen wir noch drüber. Fahren wir erst noch mal ein Stück runter, damit es ein bisschen länger ist zum Rauffahren. Es sind dann 400 Höhenmeter am Stück. Aber wie ich eingangs schon sagte, bei der Anmoderation alles halb so wild, 6-7%. Wichtig ist einfach, dass der Akku unten beim Einstieg immer noch genug Power hat. Oder für diejenigen, die halt ohne Elektrokraft unterwegs sind, dass ihr noch genug Körner euch aufgespart habt, damit ihr den Pass gut draufkommt. Ja, die Straße hier ist das Einfallstor zum Engadin in die Schweiz. Wenn ihr weiter zufahrt, dann könnt ihr direkt rauffahren zum Stülfser Joch, wieder nach Südtirol oder auf der anderen Seite eben runter nach Bormio. Das ist also landschaftlich traumhaft schön hier. Wir biegen aber, wie gesagt, jetzt in Martina unten direkt an der Grenze mehr oder weniger links ab und fahren dann rauf zur Norbertshöhe. So, da. Martina, herzlich willkommen in der Schweiz, heißt es da vorne. Es ist jetzt hier der Grenzübergang, da werden die Straßen gerade neu gemacht. Oh, das schüttelt ja hier, das ist ja ein wahrer Traum. Und da rechts auf dem Schild ist es schon angeschrieben, dass es rauf geht nach Nauders. Sagt mir vorne jetzt da vorne eben die paar Meter in die Schweiz. Und dann geht's links rüber. Ein letztes Mal über den Inn. Das ist, weiß Gott,
die letzte Innbrücke, die wir jetzt überfahren. Und dann rauf zur Norbertshöhe Richtung Nauders. Und Nauders liegt noch in Österreich. So, das ist hier die ehemalige Grenzstation und Zollhäusl auf der anderen Seite. Und jetzt geht's rauf. So, vor uns seht ihr jetzt schon das Schild. Kehre 11 ist von oben nach unten durchnummeriert. Das ist diese Kehrenanlage auf die Norbertshöhe rauf. Damit man immer weiß, wie weit es noch ist, wenn man von unten rauf fährt. Die Straße hier rauf auf die Norbertshöhe ist ganzjährig zu befahren. Das ist auch immer so eine Alternativroute, wenn der Reschenpass zu ist, wenn da irgendwie der Schnee zu dicke runtergekommen ist. Hier geht es nur auf 1400 Meter rauf. Und das hat man eben dann auch im Winter gut im Griff. Die Norbertshöhe ist auch den Rennradfahrern, zumindest den aktiven Rennradfahrern. Und da ist sicherlich der eine oder andere auch dabei, der sich die Videos heute anschaut, ein Begriff. Denn der Dreiländer-Giro ist eine Radsportveranstaltung, die in Nauders beginnt und dann nach Südtirol runtergeht, über Prat, das Stösser Jochnauf, am Blöckenpass und dann hier über die Norbertshöhe wieder zurück. Das ist so das letzte Hindernis. Da hat man dann schon 160 Kilometer in den Beinen und 2800 Höhenmeter. Und da muss man dann nochmal im Highspeed, was noch drinsteckt, in den Beinen rauf, damit man in Nauders dann mit einer guten Zeit ins Ziel kommt. Ich möchte aber keinem hier Angst machen. Das ist ein super solider, zu fahrender kleiner Gebirgspass mit wirklich moderaten Steigungen. Ja, ein letzter Blick auf den Inn. Da könnt ihr mal sehen, wie schnell man da Höhe gewinnt. Wir sind jetzt gerade an der Kehre 7 vorbei und haben hier oben einen wunderbaren Blick ins Unterengadin. Und weiter geht's. Hier haben wir die Kehre Nummer 6. Ja, liebe Leute, wir sind jetzt hier oben auf der Norbertshöhe, 1405 Meter Höhe. Jetzt geht es noch eine ganz kurze Abfahrt, 2-3 Minuten runter nach Nauders. Und dann ist die zweite Etappe unseres Alpencrosses von Ehrwald bis zum Gardasee vorbei. Schön war's, obwohl das Wetter nicht optimal war. Ihr habt es gesehen, heute in der Früh hat es fürchterlich geduscht. Dann wurde es ein bisschen besser, zwischendrin immer wieder Regen weg. Aber vollkommen egal, war eine super Tour hier rauf. Ging ja heute in der Früh da unten in Landeck los und dann immer den Inn entlang nach oben. Also einfach toll, tolle Wege, tolle Landschaften, tolle Luft. Klar, wäre es jetzt mit Sonnenschein vielleicht noch gigantischer gewesen, aber boah, ich kann euch nur sagen, fahrt das nach. Das macht wahnsinnig viel Laune, da unterwegs zu sein. Ja, die Wege haben sie ganz toll angelegt. Sie haben sie auch wieder leicht verändert. Ich bin das ja nicht das erste Mal unterwegs hier rauf. Sie machen immer neue Sachen dazu. Hier der Tourismus wirklich ist jetzt mittlerweile auf die Biker, auf die E-Biker extrem eingestellt. Zwischendrin E-Bike-Ladestationen, tolle Wege, irre. Ja, dann waren wir natürlich in Altfinstermünz unten. Mein persönliches Highlight der heutigen Tour. Ich finde das immer wieder irre da unten, diese alte Zollstation. Habt ihr ja gesehen. Fahrt auf alle Fälle da runter und bleibt nicht oben auf der Straße. Kann man nämlich auch machen, wenn man da ein paar Höhenmeter scheut. Macht keinen Sinn. Ja, jetzt noch die paar Meter hier rauf. Norbertshöhe hatte ich euch auch gesagt. Da müsst ihr euch immer noch ein bisschen einen Akku übrig lassen. Denn die schweren Räder ohne Akku hier rauf zu wuchten, das geht zwar, aber es ist halt schon extrem mühsam. Ja, dementsprechend bekommt diese Tour natürlich von mir, klar, vollkommen 4 von unseren Schönheitspunkten. Was anderes ist da nicht zu vergeben. Wir sind in den Bergen. Es ist eine Wahnsinnsstrecke in einer wahnsinnigen Natur.
Ja, lass mich zum Schwierigkeitsgrad kommen. Schwierigkeitsgrad der Tour ist von mir auch zu bewerten, natürlich mit 4 Worten. Wenn ich das jetzt mal ganz separat sehe, nicht auf diese komplette Tour mit den 6 Etappen, sondern nur heute. Wir sind heute so roundabout 1000 Höhenmeter nach oben gefahren, zwar nur auf guten 50 Kilometer, aber da muss man schon ein bisschen an Schmalz in die Haxen haben, wie man in Bayern sagt, also relativ kräftige Beine haben, dass man da gut raufkommt. Man braucht einen prallen Akku. Man muss sich diesen Akku aber auch ein bisschen einteilen. Mal kurz als Information an euch weitergegeben. Ich habe ja einen 600er Akku drin, der ist jetzt ja schon ziemlich leer. Ich könnte jetzt vielleicht noch irgendwo 20, 30 Kilometer weiterfahren. Silke hat diesen 500er Akku drin, die ist mittlerweile auch bei unter 30%. Und wir sind das komplette Inntal bis zur Norbertshöhe raufgefahren mit Stufe Eco, also mit der leichtesten Stufe, und haben erst hier hinten reingeschoben. Das mal nur so als Info für euch. Der eine oder andere hat mich da ja angeschrieben, dass das für euch ganz interessant sein sollte. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch trotz diesem nicht idealen Wetter auch super gut gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr es mir belohnen würdet mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, schreibt es unten rein in die Kommentare. Ich beantworte das auch immer, oder die Silke, einer von uns beiden. Und ansonsten sage ich euch, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Bike Mike. Und heute gibt es die Daten dieser Etappe mal ganz zum Schluss. Die Tour hatte eine Länge von knapp 52 Kilometern mit 960 Höhenmetern bergauf und 410 Höhenmetern bergab. Bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 13 km/h ergibt sich so eine Nettofahrzeit von etwa 4 Stunden. Wer Lust hat, diese Etappe der Transalp nachzufahren und eine GPX-Datei für sein Navi benötigt, kann sie gerne auf meiner Website www.bikemike.net runterladen. Und für das Routing, die Wegbeschaffenheit und Befahrbarkeit übernehme ich selbstverständlich keinerlei Gewähr. Das war's. Wir sehen und hören uns bei der 3. Etappe von Nauders nach Schlanders in Südtirol hoffentlich wieder. So, direkt vor uns ist jetzt Nauders.